Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tubers Map zusammen mit Super, Max Crafter und Underworker. Moin, moin. Hallo. So, ich mach gerade Vorgewende beim Grubbern. Hauptsache, wenn mir gerade mal auffällt, alle sagen Moin, egal was für eine Tageszeit ist. Ja, passt doch immer. Moin, moin. Ja, genau. Aber das ist so irgendwie. Servus. So der Standardspruch. Bloß nicht so viel sagen. Ja, moin ist doch so kurz und herzlich. Knackig. Kurz, knackig und man liegt nie falsch in der Uhrzeit. Hi. Genau. Komm, wir kommen hier auch rum. Alter, jetzt fliegt jetzt so eine scheiß Mücke hier rum. Das ist bei dir im Zimmer. Ja. Du arme Sau. Vom Bildschirm gerade so. Das Problem kenne ich nicht. Also, die Mücken werden grundsätzlich alle getötet. Die sterben bei dir, die leben da nicht lange. Richtig. Also ich habe ja auch für die Steckdose so ein komisches Mückending. Ach, so also, was sie grillt oder wie war das? Richtig. Oder was stinkt? Meine, das stinkt aber nicht. Wir hatten mal so einen elektrischen Fliegenklatscher. Ja, hatten wir auch. Die ist mal. Geil. Das brüstelt dann die Fliegen oder die Mücken oder. Sippe! Damit habe ich damals immer meinen Bruder aufgeweckt. Der hat sich und bestimmt gefreut. Ja. Da war dann auch erstmal so 2 Tage Funkstille danach. Ich fand's lustig, eher nicht so. Geschwisterliebe. Sound muted. Sound resumed. Na gut. So, ich habe mal gerade etwas gedrosselt. Leider ist das auf meiner TS-Mute-Taste, sprich. Ich konnte euch ganz kurz nicht hören, aber passt schon. So, ich wollte gleich noch ein paar Schaufeln in die BGA tun. Boah, das ist schon alles geil im Moment hier. Was geht denn jetzt ab? Komm, der New Holland steht und auf einmal fängt die Hinterachse an zu wackeln. Also irgendwie ist irgendwas mit dem Mod im Multiplayer. Also so schlimm wie heute? Okay, wir haben... Ich komme vielleicht gleich mal gucken, aber so krass Probleme hatten wir damit eigentlich nie. Wobei das ganze Ding vom Fahrverhalten schon sehr frontlastig mit Ballen gerade ist und so weiter. Ja. Das ist zum Beispiel bei dem John Deere mit Frontheber ganz cool, weil man da in die Räder noch diese Gewichte reinmachen kann, damit der Schwerpunkt halt wieder nach hinten verlagert wird. Ja. Halt Radgewichte. Ich glaube, die gibt es ja auch für unseren 936, den wir hier haben. Ja. Die sind gar nicht schlecht. Hä? Naja, du kannst auch ruhig mal eine Runde, wenn es dir Spaß macht. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir jetzt über Nacht mal 15-fach spulen. Mir geht das ehrlich gesagt klar, es ist geil für mich, weil die Parts werden klitzeklein. Ich lade nicht mehr 10 Stunden hoch, sondern nur 2. Aber ja, im Endeffekt habe ich doch im Moment irgendwie lieber Tag. Gerade weil die Map halt neu ist und man im Hellen dann einfach auch mehr davon sieht. Also irgendwie habe ich den einen Ballen da irgendwie ein bisschen scheiße hingesetzt. Und der eine Ballen, der rutscht gerade auf. Ist auch sehr lustig anzusehen. Der rutscht das nach vorne, also nach oben. Der rutscht nicht runter, fertig. Der rutscht hoch. Ne, ich sehe das. Jetzt sperre ich die Last wieder und jetzt passiert nichts. Okay. Ich sperre die nochmal. Das sieht gerade ein bisschen ulkig aus. Lustig. Oh, ich bin im Jens. Warte mal, ich fahr mal los. Vielleicht rutschen die dann nach hinten. Ja, perfekt. Warte mal, wir hatten hier Weizen. Das heißt, als nächstes kommt hier Gerste hin. Eigentlich bräuchte man fast noch einen fünften, der auch schon ansät. Ich grubber ja gerade. Ich kann dann gleich ansehen, weil so viel habe ich nicht mehr zum Dreschen. Ja, nach dem Feld. Dann machen wir mal eine kurze Pause mit dem Dreschen und dann passt das schon. Ich würde sagen, vor allen Dingen, wo wir jetzt hier die Ballen sammeln, da müssen dann ja auch schon in Anführungszeichen auch gleich wieder weitergemacht werden. Womit Grubber hast du denn? Mit Zerion und 12 Meter Grubber. Ach so. Also auch ordentlich was wegschlagen. Du nimmst dir direkt den 7R. Nee, dem will ich irgendwie die 12 Meter nicht zumuten. Da sind 280 PS doch grenzwertig. Ja. Und ich sag mal, Zerion ist halt nach wie vor eins der geilsten Gefährte.
Ja. Ich bin mal sau gespannt. Der gute Max MB3D Modeling heißt, glaube ich, sein Modding-Firma, der den Jaguar vom Community Server gemacht hat. Der arbeitet ja im Moment an dem neuen Cerion 4000 und hat davon Bilder auf Facebook gepostet und das Ding haut dich so um. Das sieht so geil aus, ne? Ja. Das ist richtig krass. Das war krass. Gut, Schupper. Ja, ja. Der zickt gerade ein bisschen. Was auch richtig heftig ist, wir sind schon fast mit Micmap durch. Ja, aber dieses Mal ist das Ziel alle. Ja, das macht aber die BGA. Hätten wir die BGA noch nach hinten geschoben. Bei BGA, da haben wir, glaube ich, im letzten Part ja schon kurz drüber gesprochen, ist einfach ein Geldsegen in LS und nichts anderes. Ja. Wir haben heute auch mit Battlekiller wegen Feld 88 geredet, war das doch, oder? Ja. Was war denn? Die haben einfach Feld 88 gehäckselt. Ja. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Als ich da war, war das gekauft. Ja, da haben genau, wir haben das. Nein, und also mir fiel das auf am Freitag, weil wir am Freitag haben wir gesagt, komm, wie viel Geld haben wir? Dann gucken wir, wie viel Geld brauchen wir noch, dass wir dann gucken bei großer Nachfrage verkaufen. Was so. Macht der? Und dann war das gerade und dann hatten wir dann gerade genug Geld. So, dann habe ich das gekauft und dann fiel mir auf, dass das schon halb weggehäckselt war. Ich habe dir das auch den Tag davor gesagt, dass das... Genau, dass das so. Und irgendwie haben die das gemacht, aber ich habe jetzt mit denen gesprochen. So, natürlich, wenn du dann einen von denen ansprichst, dann heißt das, ja, da haben andere. Da waren auch Admins bei, die haben nichts gesagt. Ja, fand ich natürlich sehr, sehr lustig. Okay. Also irgendwie Guden ist der New Holland gerade irgendwie total am Abspacken. Ja, mach gleich einen Rückwärts, Alter. Kannst du mal kurz und das, eine Runde und das mit dem doppelten Auerbach hinzu. Ja, ich kann mich mal einmal reintappen, aber ich weiß nicht. Ich meine eigentlich Ander. Ach so. Setz ihn vielleicht mal zurück, vielleicht ist dann besser. Richtig. Musst du mal probieren, mal einen aufzuladen, der springt gerade richtig da. Du meinst, dass der hinten so wankt, ne? Nee. Nee. Das ist das nicht. Eben. Warte mal 2 Minuten. Richtig. So, jetzt setz mal an, dass du dir den hinlegst. Bestimmt ist das der Vorführeffekt und es passiert einfach gar nichts. Ich kann aber. Ich will euch nicht da alles runterschmeißen vom Anhänger und ich bin schlecht im. Das ist gesperrt. Ah, okay. Ja, der Guten hat es nix. Ist euch eigentlich aufgefallen, es gibt ja im Titanium Add-on diesen Kramer. Hey, doch, top jetzt. Gemacht. Oder der wackelt, ja. Oder? Nee. Nee. Scheiße. Naja. Kann ich leider auch gerade nichts dran ändern. Wenn ich mich jetzt reinsetze, macht er bestimmt wieder dreifach Rückwärtssalto. Mit keine Ahnung, irgendwas. Einen Auerbach. Vierfach Schraube. Nee, wir haben keinen weiteren Trecker, wo wir einen Anbaufrontler dafür haben, ne? Nee. Nee. Nimm das halt nicht, liebe Stollgabel. Und der Anhänger ist wieder voll. Greifen. Du einfach das, was. Oh. Welcher Anhänger ist wieder voll? Meine. Siehst du? Ja. Auf einmal springt die Hinterachse hoch. Der macht Breakdance. Ja. Als wenn da so ein Airride-Fahrwerk aus dem Lowrider drin wäre. Oh, wer fährt denn an Feld 20 weg? Ich. Der Max. Ja, ich hab die Karte offen. Das ist gerade so ein bisschen langweilig beim Warten wie heißt es gleich? Du kannst weiterdreschen, wenn du willst. Oder? Nein, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Du kannst auch schaufeln, wenn du möchtest. Was macht der? Nee, ich habe gerade eine bessere Idee. Control Caesar. Der hat gerade wirklich dreimal, hier einen Rückwärtssalto gemacht. Hättest du mal sehen müssen. Na wirklich, perfekt. Habt ihr da ein Frontgewicht dran?
Weiß jemand, wie ich das bei dem Brandner das Abkipp-Ding ändern kann, dass der anders abkippt? Nee. Also doch, manchmal hilft es etwas zumachen und weiterfahren. Also, das, je nachdem wie man auf dem Abladeträger steht jetzt, halt. Jetzt. Ich krieg das Kotzen, ich hab keinen Bock mehr. Ist an den New Holland vorne ein Frontgewicht? Vorne, nee, hinten. Aber hinten. Auto speichern. Häng das mal ab. Gucken, ob das besser ist. Wird gerade Auto gespeichert oder speichert? Hä? Das kann sein. Ich krieg davon als Horst ja fast nichts mit. Als Horst? Oder mein LS schmiert gerade ab, weil ich kipp gerade dauernd aus und... Oder soll ich mal die Rundumleuchten machen, ausmachen? Das wäre gut. Ich habe meine LS abgeschmiert. Echt jetzt? Ja, Rundleuchten sind fies. Ich kann alles noch bewegen, er schließt auch hinten die Klappe wieder. Ja, okay, wenn deine Tasten noch reagieren, dann ist LS nicht abgestürzt bei dir. Ja, ich kann noch lenken, aber es kippt nicht mehr aus. Dann fahr mal runter da und fahr neu auf den Trigger drauf. Jetzt kippt er wieder aus. Hä? LS. Strange. Wo haben wir denn hier einen Kauftrigger für Saatgut? Zum Beispiel am Landhandel oder an der Gärtnerei. Haben wir auf dem Hof keine? Auf dem Hof haben wir keine Kaufträger, nur Lager. Aber ich glaube, die sind nicht voll. Ach, willst du jetzt dreschen, Underworker? Den Underworker. Ja. Aber warte, wo ist nochmal Landhandel? Oh, fuck. Weil ich bin jetzt nämlich gleich fertig mit dreschen. Zufällig gerade irgendwas anderes machen, weil das geht damit gerade gar nicht. Du kannst dir den Merlo einfach zum Feld holen. Warte, hier sind Schilder, warte mal. Oh. Und du kannst eigentlich auch mit dem Merlo die Anhänger sogar, beziehungsweise halt, muss der Merlo halt immer rüberfahren, das ist etwas nervig. Warte, wo hast du gesagt, krieg ich in der Gärtnerei und? An der Gärtnerei und am Landhandel im Ort. Also am Raiffeisenmarkt, ne? Ja. Gut, dann fahr ich zum Raiffeisenmarkt, das ist glaube ich kürzer. Ist die Horsch eigentlich eine Direktsaat-Maschine? Die Horsch ist auch Direktsaat, aber je nachdem bitte nicht direkt auf die Stoppeln immer erst untergrubbern. Das ist übrigens, also diese John Deere-Fahrzeuge sind übrigens, das ist genau derselbe Mod, den ich auch habe. Sollen wir da, wo gepflügt ist, das wäre das neue große Feld, ja, einmal drüber grubbern, bevor wir ansehen, oder sollen wir da direkt Saat machen? Über das gepflügte? Meinst du über 4? Würde ich direkt Saat machen? 21, meine ich, bei 21. Ich würde dann jetzt gleich anfangen zu pflügen, weil grubber haben wir jetzt keinen mehr, oder? Grubber, doch, wir haben zwei grubber. Nein. Haben wir. Wir haben den 12 Meter und den 8 so. Meter, der steht am Händler, den habe ich ja zusammen mit den 7R gekauft. Ja, dann hole ich mir den gleich mal, weil ich bin jetzt fertig mit Dreschen. Okay. Und dann könntest du, ja, das Feld, was du gerade gedroschen hast, beziehungsweise anschließend Feld 21 dahinter. Also was ist denn mit Feld 4? Sonst was hätte dreschen? Ich da jetzt auch noch grubbern. Eingesehen. Okay. So, wo ist denn hier der Landhandel? Ich möchte es eigentlich ganz gerne so machen, dass wir auch das gepflügte Feld vorher nochmal grubbern. Ist ja auch ein bisschen realistischer. Wo ist denn der Raiffeisenmarkt? Ach, hab ich genau vorbeigefahren, ja, toll. Das ist eigentlich fast nicht zu verfehlen, der Raiffeisenmarkt im Ort. Ja, ich schon. Ich bin nicht so oft am Raiffeisenmarkt hier over Two Rivers. Warte, das ist kein Saatgut, das ist auch kein Saatgut. Wo ist denn der Saatgut-Trigger hier? Wo soll ich denn den Dresch hinstellen? Am Hof unterstellen oder du kannst auch bei dem Feld, was du gerade gedroschen hast, ist an der Ecke so ein großer Unterstand. Da kannst du den auch so lange unterstellen, weil der im Endeffekt ja nur die Nacht da steht und dann auch bald wieder benutzt wird. Okay. Ja, ich finde den Sargut-Trigger nicht, ne? Soll ich dahin fahren? Lass mich eben rein, dann mache ich das. Also, ich gebe dir nur die. Lass mich eben reinspringen, dann zeige ich dir, wo der ist. Ich wollte nur sagen, wenn ihr gleich rückwärts fahren willst, müsst ihr Steuerung drücken. Ja, beziehungsweise du kannst auch einmal hier die Shuttle Control aktivieren. So,
Und jetzt bin ich gespannt, wo der ist. Ah, das ist hier oben das Förderband oder was? Na, nee. Warte. Hä? Ich finde es komisch, mit dem Schneidewerk hinten dran zu fahren. Im Case Thrasher. Irgendwie ist das komisch. Wieso? Das ist doch cool. Boah, jetzt hänge ich mit dem Rohr hinten an diesem Pöller fest. Ach, da! Boah. Ja, da kann man auch sehr gut sehen. Ich hoffe, das passt da halbwegs drunter. Ja, passt. Oh shit, ich glaube, du kannst den Drescher zurücksetzen. Was hast du denn damit gemacht? Ich versuche ihn gerade unterzustellen. Dann lass mich eben rein. Okay, bin ausgestiegen. Gut, aber das Ganze machen wir im nächsten Part. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao.